So, guten Morgen. Heute nehmen wir euch mal mit hinter die Kulissen, wie so ein Tag von Hunderunde aussieht. Wir zeigen euch, wo alles begonnen hat, wo Hunderunde angefangen hat. Und jetzt geht's erstmal zu Luis. Bis gleich. So, jetzt geht's los. Wir gehen jetzt zum Kiosk, da ist nämlich heute ein Artikel im Generalanzeiger über uns rausgekommen und den schauen wir uns jetzt mal an. So, hier stehen wir jetzt drin und wir werden das gleich in Ruhe bei Luis mal zu Hause durchlesen. Jetzt gehen wir in unser Versandhaus. Ja, herzlich willkommen. Hier ist unser Versandhaus. Hier arbeiten wir und packen eure Pakete zusammen. Hier hat quasi alles begonnen vor 6 Monaten. So, wir haben den Artikel jetzt gelesen und ich muss sagen, es ist echt ein mega cooler Artikel. Und das hätten wir niemals gedacht, dass wir jetzt schon nach 6 Monaten sozusagen in der Zeitung sind. Das ist echt unglaublich. Ja, genau. Hier packen wir immer eure Pakete. Luis ist immer am Schreibtisch und sagt mir dann immer, was für ein Armband gerade gepackt werden muss. Und ich suche mir dann die ganzen Sachen natürlich hier raus für euch. Und genau, so sieht das bei uns aus. Klein, aber fein. Das erste Paket ist jetzt versandfertig und Luis macht immer gerne die Adressen, weil meine Schrift jetzt nicht die allerschönste ist. So, in letzter Zeit kam uns häufiger die Frage, wie man das Armband denn richtig anzieht. Anscheinend haben da einige ein paar Schwierigkeiten mit und deswegen zeige ich es jetzt einfach nochmal. Also man nimmt das Armband mit dem Mittelfinger am einen Ende festhalten, mit dem anderen Finger in der Mitte festhalten und dann einfach zuziehen und dann hat man es am Ende gleich lang und es sitzt. So, wir schauen uns gerade unsere neue Webseite an. Auf der Webseite werden wir unter anderem einen Blog starten, neue Projekte veröffentlichen und natürlich auch Presseartikel, die über uns erscheinen, zeigen. Und wie ihr wisst, haben wir momentan eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen, zu der euch aber jetzt gleich Fabio etwas mehr erzählen wird, währenddessen ich noch an der Webseite weiterarbeite. Freda ist natürlich auch immer dabei und bei der Kampagne sind wir gerade ja, bei 6.588 Euro, Stand jetzt. Und wir haben genau noch 15 Tage. Ich werde jetzt ein neues Dankeschön hinzufügen, werde das ein bisschen aktualisieren und ja, wir freuen uns da wirklich nochmal über jede einzelne Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Ja, wir haben gestern auch 2 Weihnachtsgeschenke bekommen von der lieben Julia und der lieben Sabine. Da erstmal vielen, vielen Dank. Wir werden das jetzt mal gemeinsam öffnen. Wir haben ganz viel Schokolade bekommen. Und andere coole Sachen, wie zum Beispiel dieses Duschgel oder ganz viele Kekse und Hundeleckerlis. Und da wirklich nochmal vielen, vielen Dank an die liebe Julia und an die liebe Sabine. Wir haben uns wirklich sehr darüber gefreut. Für uns gehört Arbeit und Spaß immer zusammen. Und jetzt geht es an Plätzchen backen und ganz besondere, sondern Hundeplätzchen machen wir jetzt. Genau, und zwar machen wir die für Mirela, die wir ihr zu Weihnachten zuschicken werden. Wollen wir mal nach den Plätzchen schauen. Oh, das sieht gut aus. Riecht ein bisschen nach Leberwurst, aber... So, die Plätzchen lassen wir jetzt erstmal abkühlen und danach werden wir sie dann verpacken. Und dann werden wir sie an Mirela schicken. Wir werden jetzt erstmal eine kleine Mittagspause machen, was essen gehen und ja. So, wir haben jetzt gegessen und jetzt gehen wir natürlich auch noch eine Runde
mit der Fredda, die braucht ja auch mal ein bisschen Auslauf. Und wir haben auch eine nachhaltige Lösung für die Caritas-Säckchen, die bei jeder Bestellung dabei sind. Die könnt ihr verwenden für eine Hunderunde, um Leckerlis reinzutun. Das war's. Wir hoffen, wir konnten dir einen kleinen Einblick in den Hunderunde-Alltag geben. Genau, und wir verabschieden uns jetzt, denn wir müssen jetzt los. Wir haben noch einen Pressetermin in Bonn. Wir hoffen, dir hat's gefallen und bis bald. Ciao, ciao. So, und das war's. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen und würden uns sehr über dein Feedback in den Kommentaren freuen. Bis dahin wünschen wir dir eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.